Ich habe deine Vorliebe für Pittys, Staffs, Bull Terrier und wollte euch einen anschaffen. Dann ist das in Niedersachsen oder seit Januar auch in Schleswig-Holstein kein Problem. In allen anderen 14 Bundesländern ist es ein Problem. Es gibt die Interessengemeinschaft gegen Rasselisten e.V. Neben mir sitzt die Silvia Fricke, das ist die erste Vorsitzende. Und die klärt jetzt einfach mal auf, warum es in 14 Bundesländern, zum Beispiel wenn ich jetzt die Pumba von dir übernehmen möchte und ich komme aus Bayern, ist es ein Riesenproblem. Hier in Niedersachsen kann ich sie halten. In Bayern habe ich ein Riesenproblem. In Bayern ist das ein Riesenproblem, weil in Bayern zählt sie als Kategorie 1 Hund, als gefährlicher Hund aufgrund ihrer Rassezugehörigkeit. Sie ist ein Pitmix und ja, die sind in Bayern im Prinzip verboten. Warum ist das überhaupt so? Klär mal auf, warum gibt es überhaupt Rasselisten? Ja, warum gibt es Rasselisten? Weil sich der Gesetzgeber, also Bayern hat ganz früh angefangen, die haben schon 1992 die Rasseliste eingeführt. Ich weiß nicht, was da wirklich für ein Vorfall war oder ob da ein Vorfall war, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Die sind sogar Hundesachverständige der Meinung gewesen, es gibt halt besonders gefährliche Rassen, wie man sieht. Ja. Die anderen Bundesländer haben im Jahr 2000 nachgezogen. Da war ja in Hamburg dieser schreckliche Unfall mit den zwei Hunden, ein Pitbull, ein Stafford-Mix. Die haben einen kleinen Jungen totgebissen. Und ja, danach ging das los. Da wurden auf einmal Hundeverordnungen aus dem Boden gestampft wie sonst irgendwas. Und jedes Bundesland hat dann plötzlich seine Hundeverordnung gemacht und hat da willkürlich eigentlich Rassen draufgesetzt. Die Medien haben da ihr Übriges zugetan. Das wurde gerade damals die Boulevardpresse, das muss man ganz klar sagen. Genau, ganz gerade klar. Die Boulevardpresse. Ganz klar die Boulevardpresse. Das ist ja auch heute noch so, dass ja. Also ein Hundebiss in der Zeitung, ich sag mal vor 20 Jahren hat ein Hundebiss keinen Menschen interessiert in der Zeitung. Auch heute ist es eigentlich noch so, wehe denn, es war ein sogenannter Kampfhund dabei beteiligt oder ein Rottweiler, werden ja da auch gerne mit reingesteckt in dieses Schema. Wenn es der Golden Retriever war, interessiert das eigentlich niemanden. Gerade die Boulevardpresse, die mit den vier Buchstaben, liebt dieses Thema ja ohne Ende. Oh ja. Sorgen natürlich auch dafür, dass Vorurteile geschürt werden. Das ja. Ist natürlich so, ne? Natürlich, es werden ja auch bei solchen Berichten immer dieselben Bilder verwendet. Das ist zum Beispiel ein Bild, das wird immer gerne genommen, das ist ein braun-weißer Pit, der hinter so einem grünen Tierheimgitter sitzt und da reinbeißt so ein bisschen. Das ist ein Hund, der wurde damals im Jahr 2000 in Hamburg beschlagnahmt und ist in der Harburger Halle gelandet und im Tierheim Süderstraße und wahrscheinlich da nie wieder rausgekommen. Silvia, warum? Niedersachsen war ja bis Januar das einzige Bundesland, wo Pittys, Staffs, man konnte sie halten, man zahlt mehr Steuer. Aber man kann sie halten, ja. Ohne jegliche Probleme. Warum war Niedersachsen das einzige Land, das glaube ich seit 2002 ja inzwischen. Seit 2002, ja. Warum ist das so? Das war, ursprünglich war es eine Hundehalterverordnung. Die wurde angefochten von diversen Initiativen. Da gab es irgendwie mal so ein, wie nennt sich das, Normenkontrollverfahren. Das haben diverse Hundehalter angestrengt. Auch Vereine waren damals ja beteiligt. Als diese Gesetze und Verordnungen in Kraft gesetzt wurden, so um 2000 rum, haben sich ganz viele Vereine auch gebildet. Damals war ganz groß Hund und Halter war da sehr stark dran beteiligt an dieser Initiative und in Niedersachsen hat man diese Verordnung dann praktisch weggeklagt, weil diese Verordnungen aufgrund von einer Rassezugehörigkeit einfach sehr umstritten sind. Jeder Mensch, der sich mit Hundeverhalten, jeder Experte, der sich mit Hundeverhalten oder sowas beschäftigt, Hunde Psychologie, Hundeverhalten und Rassekunde oder so, alles was damit zu tun hat, sagt, das ist einfach Quatsch. Ich kann eine Gefährlichkeit von einem Hund nicht an der Rasse festmachen. Die liegt letztendlich darin, wie wird der Hund aufgezogen, wie wird er erzogen, wie wird er trainiert. Nun ist ja eine bestimmte Menschengruppe, ich bezeichne sie mal als Goldkettchen, Jogginghose, Fraktion nicht ganz unschuldig daran, dass gerade diese Pittys, Staffs so in Verruf geraten sind. Ja, man hat sich, also wie gesagt, Hunde gesucht, die man kann die sehr gut trainieren. Sie haben einen unheimlich großen Will to Please. Und den kann ich natürlich in alle Richtungen nutzen. Das sie ist das Problem. Oft, und ja. Sie haben es oft getan. Ja. Dazu kommt natürlich eben auch diese Bezeichnung Kampfhund. Das ist was, wo man sich dann der Goldkettchen tragende Jogginghosenträger auch besonders cool findet. Ja.
Wenn er sagt, oh, habe ich krass geile Kampfhund. Genau. Ja, genau. Leider haben sie die Geschichte. Silvia, zähl doch mal die Rassen auf, die alle, es sind ja unterschiedlich, da kommen wir danach nochmal zu. Zähl doch mal die Rassen im Groben auf. Also es sind in erster Linie, wie gesagt, diese vier Standardrassen. Das ist der Pitbull, der American Staffordshire, der Staffordshire Bull Terrier und der Bull Terrier. Das sind die, die fast überall auf der Liste stehen. Für die Hunde gibt es auch ein Bundesgesetz, nach dem nämlich die Einfuhr von diesen Hunden nach Deutschland verboten ist. Das heißt, ich darf einen Hund aus dem Ausland, der so eine Rasse hat, nicht mitbringen. Auch wenn ich jetzt in Spanien lebe, habe so einen Hund und will nach Deutschland zurückziehen, darf ich den Hund nicht mitbringen. Welche Rassen gehören noch dazu? Und dann gibt es eben die Mixe, alles was da eben, wo eine von diesen Rassen dran beteiligt ist. Und dann gibt es meistens in den Bundesländern noch eine zweite Kategorie. Da gehören dann so Hunde rein, Rottweiler, Dogo Argentino ist oft mit aufgeführt, Bordeaux-Doggen, also viele Molosser-artige. Tosa Inu wird auch immer gerne mit aufgeführt. Ich habe, glaube ich, so einen Hund in Deutschland noch nie gesehen. Es fällt, die wenigsten kennen den überhaupt. Vieler Brasiliero, also viele Molosser-Rassen und eben so Bull-Rassen, wie auch den American Bulldog zum Beispiel. Da wird ja auch immer gerne dann mit getrickst, mit solchen Fantasierassen, die es mittlerweile gibt. Diese American XXL Bully heißt das jetzt oder Exotic Bulls oder da werden also ganz wilde Züchtungen gemacht, die leider dann als Nicht-Listenhund in Umlauf gebracht werden, gerade in den Bundesländern, die eine Rasseliste haben. Und diese Hunde werden fast ausnahmslos einkassiert, weil sie A, nicht als Rasse anerkannt sind und weil die Bundesländer nach dem Phänotyp entscheiden. Das heißt, wenn der Hund aussieht, als ob, habe ich keine Chance. Ich meine, hier in Niedersachsen ist ja alles gut. In Bayern, ich glaube, das ist das schärfste Bundesland. Bayern und die beiden, also wie Hamburg. Läuft es in Bayern? In Bayern ist es so, dass ich in Kategorie 1 Hund, also Pitbull, American Staff, Staffordshire Bull und Bull Terrier, überhaupt nicht halten darf. Also ich brauche praktisch eine Haltergenehmigung beantragen bei der örtlichen Ordnungsbehörde. Das Problem ist aber, dass diese Begründung, die ich dafür bringen muss, dass ich ausgerechnet so einen Hund haben will oder halten will, die kann ich nicht belegen. Das heißt, ich kriege im Leben niemals eine Haltergenehmigung für einen Staff oder einen Pit in Bayern, auch in Hamburg nicht. Was passiert denn, wenn ich in Bayern, wenn sowas beschlagnahmt wird, was passiert mit dem Hund? Der kommt ins Tierheim, wird, wenn er ein bisschen Glück hat, wird er in ein anderes Bundesland eventuell vermittelt. Es gibt mittlerweile auch viele Vereine, die sich rein um die Vermittlung von Listenhunden kümmern. Wenn er Glück hat, wird er von so einem Verein übernommen, dass er in ein anderes Bundesland kann. Oder eben, dass sich jemand aus Niedersachsen findet, der nach Bayern fährt ins Tierheim und sich da einen Hund rausholt. Ansonsten in Bayern selber wird der Hund nie wieder vermittelt. Der bleibt im Tierheim. Jetzt gehen wir mal auf euch direkt. Ihr habt nun diese Interessengemeinschaft gegen diese Listen. Was fordert ihr? Wir versuchen in erster Linie erstmal mit der Politik überhaupt ins Gespräch zu kommen. Also Hunderasselisten und Hundegesetze sind im Moment leider nicht wirklich ein populäres Thema. Die Politik ist da auch sehr verschlossen. Wir versuchen einfach direkt an die Landtage zu gehen, an die Abgeordneten, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen, zu kommen, dass da überhaupt diese Hundegesetze mal wieder ein Thema werden. Die werden ja alle immer, also wie alle Gesetze auch, alle paar Jahre mal überprüft und überarbeitet. Es gibt auch ein entsprechendes Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Es gab ja auch Klagen gegen diese Rasselisten. Da wurde das zwar bestätigt, dass das grundsätzlich okay ist, dass man so eine Rasseliste macht, weil es soll der öffentlichen Sicherheit dienen. Aber es wurde auch vom Bundesverfassungsgericht festgelegt, dass diese Gesetze regelmäßig überprüft werden müssen und dann eben entsprechend auch abgeändert werden müssen, wenn sie sich als nicht sinnvoll herausstellen. Aus diesen Gründen führen die Bundesländer Beißstatistiken. Diese Beißstatistiken zeigen seit Jahren die gleiche Tendenz, nämlich dass die Gesamtzahl der Hundebisse oder Vorfälle mit Hunden im Allgemeinen gleichbleibend sind, annähernd, also mit kleinen Schwankungen, aber relativ gering. Und interessanterweise sind die anführenden Hunde nicht diese sogenannten gefährlichen Hunde, nicht die Listenhunde. Die sind gut, natürlich auch aufgrund der Häufigkeit Schäferhunde und Mischlinge. Ist das eigentlich ist das von irgendwelchen politischen Interessen abhängig? Ist es hier
ein Unterschied, ob, sage ich mal, ein Land rot-grün, rot-rot-grün oder wie auch immer regiert wird? Gibt es da Unterschiede? Es gibt Unterschiede ein bisschen. Es ist, liegt oft an einzelnen Politikern. Es liegt wirklich dran, es ist auch relativ fraktionsübergreifend oder parteienübergreifend. Es gibt einige Parteien, die sind definitiv einfach von Haus aus gegen die Liste und setzen sich auch dafür ein, dass das abgeschafft wird. Aber es gibt halt verschiedene Parteien, die halten stumpf dran fest. Die sagen einfach nein, das hat sich bewährt und die Listenhunde beißen nicht mehr und das sind nur noch ganz wenige. Ja, es gibt sie teilweise auch kaum noch, jedenfalls offiziell nicht. Ihr macht ja auf Tag der Tiere, jetzt kürzlich in Hannover, wart ihr mit einem großen Stand. Wie ist denn so das Feedback? Grundsätzlich ist es gut. Also es fällt vor allen Dingen auf, dass viele Nicht-Listenhundehalter sagen, was ist das für ein Quatsch? Weil die jeder weiß, viele wissen es auch gar nicht. Also es gibt auch wirklich auch heute noch ganz viele Leute, die oder Hundehalter, die gar nicht wissen, dass es so bestimmte Rasselisten gibt oder eben auch bestimmte Rassen einfach gesagt wird, die sind brandgefährlich und da Finger weg. Und Silvia, letzte Frage, kurze Antwort. Wenn du in deiner Arbeit im Tierschutz, es ist ja Tierschutz, was du letztendlich machst, drei Wünsche frei hättest. Hast du drei Wünsche? Einen habe ich auf jeden Fall. Und zwar würde ich mir in erster Linie wünschen, dass die Politik einfach mal zuhört und dass die einfach Fakten nehmen, um ihre Gesetze zu ändern. Weil diese Gesetze, die es so gibt, sie sind, machen keinen Sinn. Sie verhindern keine Hundebisse, sie stigmatisieren, sie diskriminieren, sie kriminalisieren. Und es wird nichts geändert. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass die Politik zuhört und eben auch ein offenes Ohr da hat und einfach auch mal sieht, was zum Beispiel Experten sagen, dass man einfach sagt, das ist Mumpitz auf Deutsch gesagt, das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ja, und zweiten und dritten? Im zweiten und dritten. Der zweite wäre auf jeden Fall, es wäre schön, wenn auch gerade diese Hunde nicht immer in so zwielichtige Hände kommen würden. Eben gerade durch diese Verbote, durch diese Listen, werden diese Hunde attraktiv für bestimmte Leute. Das, was verboten ist, macht halt Spaß. Und jeder Zweite holt sich so einen Hund illegal. Und das Ende vom Lied ist, der Hund landet im Tierheim und kommt im Leben nicht mehr raus. Und der dritte Wunsch wäre einfach, dass die alle eben ein tolles Zuhause kriegen und die Leute sich einfach auch nicht mehr den Kopf machen und sagen, ein Listenhund, gefährlich, den will ich nicht. Und sondern einfach auch mal ein Auge haben für diese Hunde, wenn die im Tierheim sitzen. Dass man sagt, oh, wenn es mich 600 € Hundesteuer kostet, dann kostet mich das, das ist mir der Hund wert. Da ich ein Faible für Pittys und Steffs habe, das ist nicht unbedingt ein Geheimnis, werde ich unsere Fee mal animieren, dass alle drei Wünsche in Erfüllung gehen. Silvia, ich danke dir für, für die Information. Nochmal IG gegen Rasselisten e.V. Adresse ist eingeblendet, gibt es viele Informationen. Das war doch mal ein bisschen was anderes. Danke dir nochmal. Bis dann. Tschüss. Wir danken. Tschüss.